Cage selber ist circa einen halben Kilometer entfernt vom Parkplatz. Na, schauen wir nochmal. Heute Morgen war ich hier auch schon mal. Das ist dann jetzt, glaube ich, der letzte oder vorletzte, den ich dann hier in der Gegend habe. Ich glaube, der vorletzte ist. Ist noch ein anderes noch da, den man machen muss, aber der ist jetzt zu weit weg. Und nicht im Kohldampf, muss er futtern. So, für alle, die es interessiert, was da in den Hallen drin ist, könnte man ja mal kurz mal wieder reinfilmen. Ich glaube, da hinten kann man irgendwie besser dran. Ich bin nicht gerade der Größte. Ja, wunderbar, hier kann man besser schauen. So. Das ist alles, was noch von den Hallen übrig ist. Okay. Gehen wir mal weiter. So, ich glaube, für das gerade Stück hier mache ich mal kurz aus. Bis gleich. Also, für alle Technik-Nerds, man muss nicht mal das Neueste und Beste haben. Und zwar, ich habe hier, Achtung, ein ganz normales, stinkordinäres Garmin e-trex Vista HCX, das habe ich schon ewig. Das funktioniert einwandfrei mit Akkus, mit Batterien, was auch immer. Ist nicht mal runtergefallen. Ich habe auch noch eine Hülle dafür, die habe ich aber jetzt nicht dran. Ja, noch 230 Meter, 33. So. Und wie gesagt, funktioniert einwandfrei. Ich habe sogar noch das, mein allererstes, das Garmin Gecko 201. Das habe ich auch noch. Aber das wollte ich jetzt noch nicht mitnehmen. Ist zwar nicht schlecht, findet auch alles noch. Aber wenn man den aus hat, das dauert sehr lange, bis er die Satelliten findet. Aber von Genauigkeit her optimal. Und Karte brauche ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich hier jetzt auch nicht drauf. Also ich habe nur drauf, aber nur eine ganz grobe. Ansonsten habe ich immer die OpenStreetMap-Karten drauf, oder es gibt auch von OpenTopo gibt es auch noch die Garmin-Karten, nennt sich, ich weiß nicht, OpenTopoMap.com oder net oder die oder so, das müssen wir mal gucken. So. Na, schauen wir mal. Okay, dann bis später. Ne? So, tja, leider versperrt uns ein wenig das Auto den Weg. Eigentlich ist das kein Parkplatz. Und der Weg ist versperrt. Na gut, man kommt dann vorbei, aber mit Kinderwagen oder so ist schon schlecht. Ich guck mal. Das muss irgendwie sein. Ich gehe mal lang. So, ne? Er zeigt. Da das ein Mikro ist. So, ich glaube, ich habe, da war der Stein,
Man sieht ihn kaum. So, keine Spinnen umbringen hier. So. Mal schauen, ob ich euch hier irgendwo hinstellen kann. Gucken wir erstmal die Kamera. Oh, hier sind schon ein bisschen mehr wie ein Lochbuch drin. So. Ich hoffe, ich guck mal kurz, hier habe ich dazwischen gegrätscht. So. Ja, sehr schön. Und dann jetzt. Ja, und so, und so. Und wir können dann auch drum. Deckel rein, Zettel rein, Deckel zu. So. Dann. Ganz unauffällig. Okay. Gut. Das war der letzte für heute. Da oben ist irgendwas mit Zollfeste. Da läuft man hoch, beziehungsweise ich bin einen anderen Weg hin, aber hier runtergekommen. Also kann man gut gehen. So. Alles klar. Dann mache ich mich mal wieder vom Acker. Gut. Das war's. Und. Wie verabschiedet man sich richtig? So wie das Katie macht. Bye! Okay, sie kann es besser. Tschüss!